Herzlich willkommen zu TV Aktuell, dem TV-Magazin der Niederrheinischen IHK. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Kultur- und Kreativwirtschaft am Niederrhein. Die Branche bringt neuen Schwung für den Wirtschaftsstandort. IHK-Konjunkturumfrage. Das Wirtschaftsklima ist stabil, aber steigende Standortkosten sind problematisch. Und Weihnachtsmarkt als Kundenmagnet. Der stationäre Einzelhandel profitiert vom bunten Treiben in der Adventszeit. Kreativität ist ein Wirtschaftsfaktor. Das gilt mehr oder weniger für alle Branchen und Bereiche, für eine aber ganz besonders, nämlich für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie ist einer der am stärksten wachsenden Wirtschaftszweige, zeichnet sich durch hohe Dynamik aus und hat viel Potenzial. Im Bezirk der Niederrheinischen IHK zählen rund 3.400 Unternehmen zum Sektor der Kreativwirtschaft. Und diese sorgen für Impulse und neue Geschäftsideen in Duisburg und den Kreisen Wesel und Kleve. Die Metzgerei Quartier in Kleve ist ein traditionsreicher Betrieb, der mit der Zeit geht. Ein Beispiel hierfür ist das Tochterunternehmen Curry Q. Das Schnellrestaurant ist insbesondere bei Studenten der Hochschule Rhein-Waal beliebt. Aber nicht nur vor Ort ist die Firma innovativ, sondern auch virtuell. Sie ist Schauplatz bei Kleve The Game, einer neuen App, bei der insgesamt 20 Unternehmen aus der Schwanenstadt spielerisch auf dem Tablet oder Smartphone entdeckt werden können. Für die Metzgerei ein idealer Weg, um ein junges Publikum zu erreichen. Fachkräfte ist das eine Thema, aber zum anderen ist sicherlich auch das Thema, neue Kunden anzusprechen. Denn gerade die Leute, die sich so eine App runterladen, sind ja oftmals auch jüngere Leute. Und wir als Fleischer Fachgeschäft freuen uns natürlich, wenn wir so einen Zugriff auf jüngere Generationen gewinnen können. Auf neuen Wegen Kunden ansprechen und Mitarbeiter finden. Das ist das Konzept hinter Kleve The Game. Entwickelt wurde die App von der Agello Service GmbH aus Goch. Neue Kommunikationsformen, Dienstleistungen und Technologien. Damit nehmen Kreativunternehmen eine Schlüsselfunktion als Wachstumstreiber für Firmen aus traditionellen Wirtschaftszweigen ein. Die Niederrheinische IHK verfolgt die Entwicklung der Kreativwirtschaft am Niederrhein. Die Kultur- und Kreativwirtschaft teilt sich in 11 Teilbranchen auf und die sind ja sehr unterschiedlich. Wir haben da von den Architekten über die Werbeagenturen auch Filmbranche, Medien mit drin und nicht nur diesen typischen Kreativen, den man so im Kopf hat, wenn man halt hört, die Kreativen, diese Verrückten. Das ist ja so ein Klischee, was man nicht unbedingt immer bedienen muss. Aber es gibt natürlich auch die einzelnen Unternehmer, die sind bei uns auch sehr stark ausgeprägt. Also wir haben ja, rund 70% aller Unternehmen sind Einzelunternehmen in der Kultur-Kreativwirtschaft bei uns. Impulsgeber, Ideenschmiede, Wachstumsbranche. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist all das, spielt am Niederrhein bislang aber noch eine untergeordnete Rolle. Doch das soll sich ändern. Egal ob Werbeagentur oder Grafikatelier, ob Softwareentwickler oder Designer, die Region bietet ihnen mit Kreativquartieren wie der Zeche Lohberg in Dienstlaken Möglichkeiten zur Vernetzung. Und die Kreativen bringen neuen Schwung für den Wirtschaftsstandort. Wir haben rund 64.000 Unternehmen hier bei uns im Kammerbezirk in Duisburg, Wesel und Kleve. 3.400 sind es ja rund jetzt an Kultur- und Kreativwirtschaftsunternehmen. Das ist schon eine Branche, die eben auch im Wachstum ist. Und wir wollen auch helfen, dass sich das weiterentwickelt. Nicht nur in der Branche selber, sondern auch im Zusammenhang mit anderen Branchen. Also mit anderen Unternehmen wie zum Beispiel der Industrie auch. Das fördern wir ja zum Beispiel im Bereich des Branchentreffs, den wir einmal im Jahr stattfinden, NRW-weit. Im kommenden Jahr findet der IHK-Branchentreff Kreativwirtschaft NRW übrigens erstmalig in Duisburg statt und bietet Interessierten eine Plattform zum Austausch und Vernetzen. Neue Ideen kommen eben nicht nur aus Hamburg, München und Berlin, sondern auch aus Dienstlaken, Goch und Emmerich. Und natürlich aus Kleve, der Stadt mit eigener Spiele-App. Wir glauben, wenn jemand so kreativ zu Werke gegangen ist, dann hat er es auch verdient, dass die Firmen hier in Kleve diese Idee aufnehmen und mittragen. Zum anderen glauben wir aber auch, dass das so interessant gemacht ist, dieses Spiel, dass wirklich ganz viele Menschen diese App herunterladen werden, zumal sie auch noch kostenlos ist. Also wo gibt es so ein Angebot? Es ist doch wirklich spannend, ein Spiel über die lokale Wirtschaft herunterzuladen zum Nulltarif.
Mehr zum Thema Kultur- und Kreativwirtschaft sowie eine Übersicht der Angebote, welche die niederrheinische IHK anbietet, gibt es in der aktuellen Ausgabe der Thema Wirtschaft. Und bei uns geht es weiter mit einem Blick auf das, was sich noch so tut in der Wirtschaft am Niederrhein in den TV Aktuell News. Die Konsumfreude der Verbraucher hält an und auch die Konjunktur im Euroraum erholt sich. Zwei Gründe, die dafür sorgen, dass sich die Wirtschaft am Niederrhein nach wie vor ausgesprochen robust zeigt. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Konjunkturumfrage der niederrheinischen IHK. Hieran haben sich rund 320 Betriebe mit insgesamt mehr als 50.000 Beschäftigten beteiligt. 85% der befragten Unternehmen bewertet die derzeitige Geschäftslage als gut oder befriedigend. Auch der Konjunkturklimaindex liegt mit aktuell 110 Punkten über dem langjährigen Durchschnitt von 105 Punkten. Nach Ansicht der IHK ist das stabile Wirtschaftsklima am Niederrhein erfreulich. Allerdings stellten steigende Standortkosten eine problematische Entwicklung dar. Die detaillierten Ergebnisse der Umfrage sind im Internet abrufbar unter www.ihkniederrhein.de/konjunkturreport-niederrhein. Noch bis zum 15. Januar kommenden Jahres liegt der neue Entwurf des Landesentwicklungsplans NRW öffentlich aus. Gegenüber dem Erstentwurf wurde der Plan in wesentlichen Bereichen überarbeitet. Zahlreiche Änderungen wurden hierbei durch die Stellungnahmen der Industrie- und Handelskammern erreicht. Unter anderem beim Thema Klimaschutzplan und bei den Vorgaben zur Flächeninanspruchnahme. Unternehmen haben nun Gelegenheit, sich gegenüber der Staatskanzlei schriftlich zum neuen Entwurf zu äußern. Auch werden die Industrie- und Handelskammern in NRW eine gesamtwirtschaftliche Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan verfassen. Anregungen hierzu können bis zum 14. Dezember bei der niederrheinischen IHK eingereicht werden. Zur Adventszeit klingeln die Kassen. Das Weihnachtsgeschäft ist für den stationären Einzelhandel ein Highlight des Jahres. Eine wichtige Rolle hierbei spielen die Weihnachtsmärkte in den Städten und Gemeinden am Niederrhein. Sie locken Kunden und Gäste auch aus dem Umland in die Innenstädte und sind damit quasi ein Magnet, der zusätzliche Kaufkraft anzieht. Die blauen Tannenbäume entlang der Königstraße und das Riesenrad am Kuhtor sind die ersten untrüglichen Anzeichen dafür, dass es bald losgeht. Von Mitte November bis Ende Dezember beherrscht der Weihnachtsmarkt das Straßenbild in der Duisburger Innenstadt. Auch für den Einzelhandel beginnt dann die heißeste Phase des Jahres. Wenn die Temperaturen sinken, steigt die Frequenz in den Einkaufsstraßen. Weihnachtsmärkte haben eine hohe Anziehungskraft für die Innenstädte und Stadtteilzentren und locken viele Besucher und Kunden an, haben eine hohe Magnetkraft und es kommen viele Besucher und Kunden, die einfach sonst nicht in die Innenstädte gekommen wären. Und das überall am Niederrhein, in den großen Städten ebenso wie in den kleineren Orten und Gemeinden. Mehr als 50 Weihnachtsmärkte locken während der Adventszeit die Besucher in die Cities und Stadtteilzentren. Für den stationären Einzelhandel bedeutet das Hochkonjunktur. Das Weihnachtsgeschäft macht rund ein Fünftel des gesamten Jahresumsatzes aus. Und die Weihnachtsmärkte in der Region tragen einen großen Teil dazu bei. Insgesamt ist es natürlich so, dass ohnehin viele Menschen, die sonst vielleicht nicht in die Stadt kommen würden, den Weihnachtsmarkt besuchen. Und wir haben darüber hinaus 40% auswärtige Besucherinnen und Besucher. Das ist natürlich eine tolle Zahl. Wenn man jetzt 2 Millionen Besucherinnen und Besucher ohnehin pro Jahr rechnet, dann weiß man, wie viel zusätzliches Kaufkraftpotenzial nach Duisburg kommt. Und deshalb ist der Weihnachtsmarkt also wirklich hervorragend geeignet, um den Handel auch zu stützen. Eine Unterstützung, welche für Betriebe jeder Branche wichtig ist. Insbesondere der Buch- und Spielwarenhandel profitieren in starkem Maße vom Weihnachtsgeschäft. Volle Einkaufsstraßen gehören in der Adventszeit zum täglichen Bild in den Städten. Und auch bei genauer Betrachtung zeigt sich, das bunte Treiben auf den Weihnachtsmärkten beflügelt den Handel vor Ort. Der stationäre Einzelhandel hat Mitnahmeeffekte durch die Weihnachtsmärkte. Eine Untersuchung der IHK, des Duisburger City Managements und von Duisburg Marketing hat ergeben, dass etwa 15 Euro auf dem Weihnachtsmarkt selbst ausgegeben werden und 30 Euro nochmal darüber hinaus im Einzelhandel und der Gastronomie. Davon sind ungefähr 23 Euro dann wirklich im Einzelhandel werden nochmal ausgegeben und 5 Euro in der Gastronomie. Mehr Kunden, mehr Umsatz und gleichzeitig noch ein nachhaltiger Effekt. Denn Weihnachtsmärkte entfalten ihre positive Wirkung für den Standort auch über die Feiertage hinaus.
Shoppen wird hier zum Erlebnis, so die IHK. Und daran erinnern sich die Besucher oft auch noch, wenn die blauen Tannen und das Riesenrad schon längst wieder abgebaut sind. Tourismus und Veranstaltung gehören ganz eng zusammen. So, die touristische Vermarktung Duisburgs stützt sich auch auf die Events. Der Weihnachtsmarkt ist eminent wichtig dafür. Und ganz, ganz viele, das wissen wir aus Befragungen, die Duisburg kennengelernt haben, den Weihnachtsmarkt kennengelernt haben, kommen wieder. Auch außerhalb der Eventsaison. Und das ist natürlich für Duisburg, wo wir um jeden Gast hier buhlen auch und bemühen, ganz besonders wichtig. Und an dieser Stelle werfen wir abermals einen Blick auf das Geschehen in der Wirtschaft am Niederrhein in den TV Aktuell News. Mit vielen bewährten Angeboten und zahlreichen neuen Veranstaltungen startet die Niederrheinische IHK ihr Weiterbildungsprogramm im ersten Halbjahr 2016. Eine Übersicht der Seminare, Workshops und Lehrgänge liefert eine aktuelle Broschüre. Auf 150 Seiten ist hier in kompakter Form aufgeführt, was an den Standorten in Duisburg, Wesel und Kleve geboten wird. Das Spektrum reicht von Themen wie Suchmaschinenoptimierung über Controlling für die Personalwirtschaft bis zum Verhandlungstraining für Manager. Hinzu kommen beispielsweise Infoveranstaltungen zu Gesetzesänderungen und Haftungsfragen oder Finanzierungs- und Patentsprechstunden. Die Weiterbildungsbroschüre ist kostenlos bei der Niederrheinischen IHK erhältlich und steht im Internet als Download zur Verfügung. Bereits zum siebten Mal startet in diesem Jahr der Duisburger Existenzgründerwettbewerb GRIT. Zielgruppe sind Interessenten, die sich mit einer innovativen Geschäftsidee selbstständig machen möchten. In einem mehrmonatigen Lehrgang lernen die künftigen Gründer, was für ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen wichtig ist. Zudem erstellen sie ihren eigenen Businessplan, der zum Abschluss durch eine Jury bewertet und prämiert wird. In den vergangenen Jahren wurden mithilfe von GRIT rund 50 neue Unternehmen gegründet. Der Wettbewerb wurde von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und der Universität Duisburg-Essen ins Leben gerufen und wird von der Niederrheinischen IHK als Projektpartner unterstützt. Alle weiteren Infos gibt es im Internet unter www.grit.de. Und das war's von TV Aktuell, dem TV-Magazin der Niederrheinischen IHK. Sämtliche Themen unserer heutigen Sendung können Sie noch einmal nachlesen in der Printausgabe der Thema Wirtschaft oder aber auf der Internetseite der Niederrheinischen IHK. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, sich die IHK-App herunterzuladen und auch mobil bestens im Bilde zu sein rund um die Wirtschaft am Niederrhein. Ihnen vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.